Wir sind tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt, was das Thema betrifft. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich von den Themen. Wir haben natürlich einmal so allgemeine Themen, die im ganzen Unternehmen relevant für alle Mitarbeiter sind, wie zum Beispiel das Thema Antikorruption, Whistleblowing, das Thema Compliance, ja, Verhaltenskodex. Das sind ganz wichtige Themen, die wir auch entsprechend weltweit, gerade auch über Cappeople verteilen. Und dann haben wir, das ist ein großer Schwerpunkt, das Thema Softwareanleitung. Ja, wir erstellen Schritt-für-Schritt-Listen im System für unsere internen Systeme, wo der Fokus eben auch wirklich darauf liegt, intern für die Mitarbeiter aus den Bereichen diese Software-Schrittlisten halt zu erstellen. Wir benutzen aber auch das Thema PowerPoint, PDFs, um halt generelle Inhalte wie Methoden, Prozesse in der Orange zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch Links, ja, zu unserem SharePoint-System, wo wir Inhalte bereitstellen. Das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und auch da gilt das, was Lisa vorhin natürlich auch schon erwähnt hat, was wir auch mit jedem Fachbereich besprechen. Es ist immer die Frage, erstellen wir selber, ja, erstellen wir die Inhalte selber oder kaufen wir es halt ein? Und es kann immer mal wieder Situationen, Bereiche geben, wo man einfach sagen muss, es gibt für diesen Bereich keinen Sinn, das selber zu erstellen. Und dann bestehen wir da sozusagen auch nicht drauf, sondern dann wird ganz klar überlegt, welche Alternative gibt es für den Fachbereich und gibt es auch eine andere Möglichkeit, das möglicherweise von extern bereitzustellen.